Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren News-Video und zwar heute am 4.7.2018 bringe ich euch mal News und viele von euch haben sich auch gewünscht, Mensch Hans, mach da auch mal was zu Gerüchten, die derzeit kreisen. Und ja, da habe ich zwei, glaube ich, im Gepäck, aber fangen wir mal mit dem ersten News-Thema an. Viele von euch erinnern sich ja mit Sicherheit noch an das Headhunter aus PUBG. Und zwar, PUBG hat aufgerufen, ihr sollt 4 Millionen Headshots in 7 Tagen machen. Und hier ist das Resultat, wir haben es geschafft. Und PUBG kommt natürlich direkt mit dem zweiten Event daher. Es soll dafür auch Klamotten geben, also soweit ich weiß, gibt es 2 Military Crates, also sprich 2 Military Kisten, die sollten diese Woche eigentlich ausgerollt werden. Da sollten wir mal alle in PUBG ein Auge auf die Kisten halten. Also 2 Military-Kisten gab es für Headhunter. Und nun kommt PUBG mit dem zweiten Event daher und hier heißt es Snipe City. Wir müssen innerhalb von 6 Tagen 400.000 Sniper-Kills machen. Sprich mit der M24 oder der K98. Nur diese beiden Waffen sind zugelassen. Das heißt also, das können wir locker schaffen. Also wir müssen innerhalb von 6 Tagen mit diesen 2 Waffen 400.000 Kills machen. Easy, oder? Für dieses Event gibt es dann die Jacke und das Tanktop, was ihr hier im Hintergrund seht. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr dran teilnehmt. Ob ihr euch eine K98 schnappt und dann Schüsse verteilt. Oder ob ihr sagt, mir doch egal, die Jacke habe ich schon, das Tanktop, das ist dreckig, das will ich nicht. Schreibt es in die Comments. Kommen wir nun zum ersten Gerücht, was Windows Central Ende Juni auf seiner Webseite veröffentlicht hat. Und zwar wird da spekuliert, dass Microsoft an einem Mod-System, so wie es im Steam ähnlich ist, wohl dran arbeitet. Das Ganze soll Xbox Community Content heißen und wie gesagt, Vorsicht zu genießen, das Ganze soll ein Gerücht sein, weil hundertprozentig bestätigt ist hier nichts von Microsoft. Das heißt also, da hoffen wir doch einfach mal, dass es so ist. Weil, wer kann sich daran erinnern? Wir haben bereits in Fallout, in Skyrim meine ich, und im Farming Simulator 17 haben wir schon Mods drin. Es gibt noch ein paar andere Games, wo das schon derzeit mit dem Mod-Support läuft. Wir können da zwar nur 2 GB, glaube ich, verwenden oder mittlerweile 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Oder was würdet ihr denn sagen? Ein Mod-Support, so wie es in Steam ist, mit dem Steam Workshop, auf der Xbox, auf einer Konsole? Das wäre das Killer-Feature schlechthin, oder nicht? Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Kommen wir nun zu dem zweiten Gerücht, was ich euch heute präsentieren möchte. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, es soll um einen Elite Controller 2 gehen. Der wird ja schon lange spekuliert, aber hier hat Windows Central wohl erfahren wollen, der Codename soll Spider sein. Des Weiteren geht es wohl darum, er wird wohl auch für den PC dann mit Bluetooth ausgestattet sein und er soll wohl auch über einen USB-C-Anschluss verfügen. USB-C, wer es noch nicht weiß, das ist da, wo man USB rumdrehen kann, wie man will. Weil ihr kennt es von den USB 3.1 und 3.0. Den kannst du nur in eine Richtung stecken und bei USB-C ist das scheißegal. Des Weiteren soll es wohl bei dem Controller möglich sein, dass man die Sticks einstellen soll und zwar mit einem gewissen Widerstand. Das heißt also, diese werden dann wahrscheinlich komplett mechanisch sein. Und ja, das klingt alles sehr, sehr spannend. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch was davon gehört habt oder was ihr dazu sagen würdet. Kaufgrund, ja oder nein? Einfach in die Kommentare damit. Kommen wir nun noch zur letzten News für heute und zwar geht es um den Xbox Game Pass. Da gibt es im Juli Bomber Crew, Warhammer, Vermintide 2, Fallout 3, Oblivion, The Elder Scrolls natürlich. Dann haben wir Shadow Complex, Dirt 4, Abzu, Zombie Army Trilogie, wer das noch nicht gezockt hat, ist eigentlich ganz cool, das sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben, und Human Fall Flat. Also all das auch diesen Monat im Juli im Game Pass. So, damit sind wir hier am Ende angelangt und ja, ich hoffe, dass diese Gerüchte und die News, dass euch das ein bisschen gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, was ja auch schon 16.000 andere getan haben und damit auch nochmal recht herzlichen Dank an euch da draußen. 16.000 Abos, das ist, muss man nicht unbedingt feiern, ich weiß, so 15 oder 20, das wäre schon cooler zu feiern, aber 16 ist auch so eine magische Zahl, haben wir gerade erreicht, da nochmal vielen Dank an euch da draußen, schreibt bitte mal in den Kommentaren, wie euch das so gefällt, News mit Gerüchten, ich bin zwar nicht so der Gerüchte-Fan, aber wenn einige darüber berichten, kann man das ja auch mal ruhig in ein Video packen, warum denn nicht, wenn nichts dran ist, dann ist es halt nur ein Gerücht gewesen, so wie jetzt auch, ne? Also, dann würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, folgt mir auf Twitter, kommt auf den Discord-Server, schaut auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei, alle Links dazu unten in der Videobeschreibung und hier natürlich auch wieder eingeblendet. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Hans ist raus. Cheers!